Rein in die 14. Runde in der Regionalliga Ost. Der SV Horn gastiert beim SV Schwächert, das zweite Spiel innerhalb von einer Woche. Das dritte in dieser englischen Runde gibt's dann am Sonntag zu Hause gegen den Wiener Sportclub. Doch jetzt Konzentration auf das Spiel am Nationalfeiertag in Schwächert, wo die Hausherren die erste Möglichkeit vorfinden. Leo Trim Salihi war's. Doch Torhüter Grell hat hier keine großen Schwierigkeiten. Ebenso wie sein Gegenüber beim ersten Horner Angriff, Philipp Mader souverän, kann er den Schuss von Breininger parieren. Anders dann in Minute 13. Kuriose Situation. Mader hält den Ball nach der Ecke eigentlich schon fest, nachdem er ihn gut pariert hat, lässt ihn aber wieder aus und Marcel Todt steht zur richtigen Zeit am richtigen Fleck und schiebt ein zur Horner Führung. 1:0 in Schwächert nach 13 Minuten. Und etwas später die nächste Möglichkeit, wieder nach einem Eckball. Edok Bollor ist es, schießt aber neben das Tor. Und in der ersten Halbzeit sind es vor allem die Gäste aus dem Waldviertel, die viele gute Möglichkeiten vortragen. Milosevic auf Breininger. Der Paukner im Strafraum sucht, doch Stefan Rauchecker kann rechtzeitig vor ihm klären. Mit einem dünnen 1:0 Vorsprung geht's in die Kabinen. Und nach Wiederanpfiff vorerst dasselbe Bild. Der SV Horn im Vorwärtsdrang. Miroslav Milosevic mit einem Versuch aus der Entfernung. Doch dann ändert sich das Bild. Die Schwächerter, die werden besser, kommen gut rein in diese zweite Halbzeit und finden auch richtig gute Möglichkeiten vor. Hier eine tolle Kombination, der Abschluss von Leo Trim Salihi dann aber doch deutlich daneben und die Schwächerter erneut mit einem Angriff. Der Ball wird Josip Djoja ideal vorgespielt und auch sein Schuss fällt richtig gut aus. Stefan Grell ist da noch mit den Fingerspitzen dran. Die beste Aktion für die Gastgeber. Gegen Ende des Spiels müssen die Schwächerter dann aufmachen und es ergeben sich Räume für den SV Horn und richtig tolle Möglichkeiten, wie hier für Dominik Kirschner, steht hier alleine vom Tor und hat hier richtig viel Pech in dieser Situation. Fehler von Schwächert beim Rausspielen, die nächste Möglichkeit für die Waldviertler und auch hier eine richtig dicke Chance. Sally Breininger scheitert hier an Torhüter Mader. Und dann gibt es noch eine richtig gute Möglichkeit, es ist wieder Dominik Kirschner, der heute absolut kein Glück hat. Auch hier geht sein Ball nur ganz knapp vorbei. Es bleibt beim 1:0 ein Arbeitssieg für die Waldviertler, aber auch so ein Spiel muss man einmal erst gewinnen. Nächster Sieg für den SV Horn. Knapper Auswärtserfolg, war es ein Arbeitssieg heute? Du hast es genau auf den Punkt gebracht. Also ich wusste schon, was auf uns zukommt, habe es auch in der Besprechung gesagt, dass sie sehr gut gegen den Ball arbeiten werden, sehr viel Körperlichkeit reinbringen werden, uns das Leben sehr schwer machen werden. Das haben sie getan. Wir sind durch eine glückliche Aktion 1:0 in Führung gegangen, haben aber auch, finde ich, viel zugelassen. Also das muss ich meiner Mannschaft als Kompliment machen. Und man hat halt manchmal in der Saison solche Spiele. Wir sind überglücklich über den Sieg, die Mannschaft weiß das einzuschätzen. Und jetzt werden wir uns auf Sonntag vorbereiten. Knappe Niederlage in einem sehr ausgeglichenen Spiel, wie wir finden. Haben Sie es ähnlich erlebt? Ja, genauso. Also es ist unglaublich, was die Burschen ja schon erlebt haben. Das ist nicht unser erstes Spiel, was so war. Ein Spiel ging der Tabellenführer eigentlich über lange Strecken mit. Und fehlt halt eine Kleinigkeit halt wieder mal. Ja, es ist sehr bitter, aber ich bin trotzdem stolz auf unsere Mannschaft, auf unsere Burschen, aufs Trainerteam, auf den sportlichen Leiter, das alles so zusammenhalten. Unglaublich.